Hallöchen Leute, wir sind zurück in der fabelhaften Welt von Dark Souls 2, Scholar of the First Sin, wo wir in einem giftigen Spinnengebiet stehen geblieben waren. Und mal gucken, was das alles für uns bedeuten wird. Wir helfen dir. Ja. Ja. Bist du glücklich? In der Tat. Recht herzlichen Dank, mein Freund. Recht herzlichen Dank, mein Freund. Ja, klar. Lass mich raten, Creightons Rüstung ist schlechter als unsere jetzige, oder? Ja, aber dafür um einiges leichter. Vielleicht werde ich da noch mal drauf zurückkommen. Erz oder Erz? Was haben wir? Eine Fackel? Ich höre hier doch. Ich höre hier einen Titanit-Lizard. Bäh. Und hier, ein Brocken. Kann ich auf dich einfach. Oh Gott. Ihr seid grässlich. Seid einfach grässliche Biester. Weg mit euch. Hört auf, mir auf den Sack zu gehen, Jungs. Ja, voraus. Oh. Ich sehe hier nichts. Wie etwa? Weg damit. Zwei Fackeln. Nicht unbedingt das Schlechteste, aber auch nicht das Beste. Was habt ihr hier so vor? Weiß ja nicht, was ich von euch Arbeitern halten soll. Oh Gott. Ah! Nichts für Arachnophobiker.
Und auch nichts für mich. Ich hab an für sich nichts gegen Spinnen. Oh, aber das sind zu viele. Oh, das sind zu viele Spinnen. Auf einen Haufen. Oh. Grässlich. Grässlich. Hier war der. Da war doch Priesterpack, ne? Okay. Warum wir Zwerg benötigen? Okay, ich sehe schon. Wir kommen da nicht durch, okay. Wurde zur Kenntnis genommen, meine Freunde. Das wurde zur Kenntnis genommen. Ah, okay, hier sind wir. Da war nichts, das war einfach ein eingestürzter Tunnel. Ist okay für mich. Geht fit. Menschlich, vielleicht gammelt hier irgendwo ein Zeichen rum. Nein? Okay. Dann halt nicht. Machen wir die Sache alleine. Habe ich auch kein Problem mit. Mit dir, mein Freund, habe ich aber so meine Probleme. Und mit dir erst recht. Okay. Lass mich dich abschießen. Während wir uns mal kurz hier umgucken. Alle tot? Gut. Ich habe nämlich keine Lust, hier irgendwie noch lange mit Spinnen herumzueiern. Sorry, aber nein. Du bist also so ein richtiger Basilisk. Oder wie darf ich das verstehen? Du bist noch so eine. Ich weiß auch nicht. Da könnten wir was anzünden. Da liegt totes Vieh rum. Hier waren wir gerade schon. Lass mich mal kurz hier reingucken. Titanitbröckchen. Okay. Aufgeben Skelett. Schnitzer versucht springen. Ja, okay. Zu schwer zum Öffnen. Schlüssel. Schlüssel wird benötigt. Cerulopas. Was auch immer. Celodra. Gravierte Stulpen. Gravierte Stulpen. Stulpen, Stulpen, Stulpen.
Fick dich. Fick dich, du gottverdammter Schwachkopf, ne? Nach allem, was wir für dich getan haben, haben wir das nicht verdient. Entschuldigt, aber euch werde ich nicht noch auf regulärem Wege gegenübertreten. Zum Glück sind wir ausgebildeter Sniper. Wen könnten wir denn... Oh, O'Hara. Monster voraus, aber Leiter. Ich sehe. Vorsicht vor Finstergeist. Oh. In der Tat, mein Freund. Oh, Hera! Komm und rette mich! Oh, wir sind am... Patrollen. Du machst das gut, mein Hase. Du machst das gut. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich würde gerne... Ich würde gerne wieder meine guten alten Narrenhandschuhe tragen, weil irgendwie denke ich, dass wir die gebrauchen können. O'Hara, du machst einen guten Job. Seele eines Helden und Goldharz. Daddy ist verschlossen. Ich sehe schon. Wir sollen diese Treppe hochgehen. Leiter. Verzeiht mir. Leiter. Gut darüber nachgedenken. Kurz gesagt, Giftgas. Wo ist hier Giftgas? Ich sehe hier nichts vom Giftgas. Versucht Fackel. Das ist eine klasse Idee. Klasse Idee. Damit können wir einiges abfackeln, habe ich recht. Was sollen wir denn damit? Anzünden, wenn ich fragen dürfte. Also irgendwas sollten wir damit anzünden können. Wenn ich das richtig verstehe. Vorsicht vor Hinterhalt, Hinterhalt. O'Hara, hinter dir! Lass mich mal kurz. Hey, du da oben. Ich sehe dich. Hab dich genau gesehen. Vor mir. Kein Verstecken hier. Ihr
könnt euch nicht ewig verstecken. Aber in der Tat, wir können es versuchen. Versuchen könnten wir es auf jeden Fall. Vorsicht vor Falle. Was für eine Falle. Mir wird da so ein bisschen mulmig. Jo. Und nun? Ja. Ich glaube, ganz ehrlich zu sein, mir ist nicht ganz wohl bei der Sache. O'Hara! Kurz gesagt, O'Hara, wir brauchen dich. Dich und deinen kräftigen Bogen. Bats. Fackelmann! Lass meine Begleiterin in Ruhe. Ja? Auch wenn du für gutes Licht sorgst. Sie ist ein anderes Kaliber als du. Und sie verwendet auch andere Kaliber. Vor allem mit ihrem großen Bogen. Ein Einfallspinsel. Okay. Warum haben wir 40.000 Seelen? Seelen, Seelen, Seelen. Lasset euch nicht quälen von euren Seelen. Gebt sie einfach mir. Rechts und dann Gegenstand hier. Oh, Rostdorne. Was auch immer das bedeutet. Verbindet da voraus. Ascheritter Boyd. Yo. Boyd. Ich glaube, wir sind bereit. Lass mich mal kurz gucken, was die Ascheurne macht, ja? Einmal Ausrüstungspulver benutzen. Wo finde ich die ganzen Urnen? Hier, Weihwasserurne. Oh. Rosturne. Zerstört Ausrüstung mit Säure. Ich denke nicht, dass ich ein allzu großer Fan bin. Nein. Okay, ich finde es sehr, sehr gut, dass wir unsere Kumpel dabei haben. Ich denke nämlich nicht, dass wir es ohne sie sonderlich weit bringen würden. Nimm das, du Mistvieh!
Wow. Okay, ich sehe es also richtig. Du hast einen Chitin-Panzer. Nicht allzu viel Leben, aber der einzige Weg, sie zu verletzen, ist, indem man ihr volle Kanne ins Gesicht haut. Aber vorsichtig dabei ist, weil sie ist wie für Spinnen üblich sehr gut darin. Nein, nicht Beut! Beudi! Beut, mein Guter! Ich räche dich, Beut! So knapp. Ich hätte es einfach beenden sollen. Ich hätte es einfach beenden sollen. Ich weiß. Ich weiß. Au. Ich weiß schon. Nennt es Dummheit. Nennt es Greediness. Oder was auch immer dafür verantwortlich war, dass wir sie nicht erledigen konnten. Moment, wir können. Klar. Und du verpiss dich. Röchel jemand anderen voll. Aber nicht mich. Oh. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wenn wir da so nein, du Haufen Scheiße. Ach. Muss das sein? 40.000 Seelen weg. Fick dich. Wer auch immer das war, fick dich. So. Oh. Was auch immer du warst. No.
Das ist der eigentliche Weg, wie man hier hinkommt. Interessant. Interessant. Lass es mich so sagen. Interessant. Okay. Nochmal kurz rekapitulieren. Er ist also ein komischer Typ, ja? Was liegt da? Große Titanitscherbe! Yes! Oh. Hallo. Oh, versucht angreifen, das wäre auf jeden Fall ein Versuch wert, wenn ihr mich fragt. Du zuallererst weg. Dann du da vorne. Verschwinde, klar. Jo. 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 Oh, hast du noch so ein paar Zuckungen? Das ist aber schade. Banditenaxt? Wo? Habt ihr etwa einen Banditen gefressen, Jungs? Habt ihr etwa einen Banditen gefressen? Das ist aber nicht sehr nett, denke ich. Mag ja kein Experte auf dem Gebiet sein, aber an für sich würde ich sagen, man isst nicht einfach so andere Menschen. Okay, ihr seid Spinnen, aber okay, ich töte euch auch. Ja, ist richtig. Aber ich habe einen sehr, sehr guten Grund dafür. Ihr habt angefangen. Klar. Will nichts weiter davon hören. Mit euren ekelhaften Netzen. Bäh. Also, wenn mich irgendjemand, der fragt, ob er Dark Souls 2 mit seiner Angst vor Spinnen spielen sollte, lasst es mich so sagen. Nope. Nein! Zu viele Gegner auf einem kleinen Fleck. Diesem Problem stellen wir uns im nächsten Part, meine Freunde. Dieser Part. Er führt nicht zu nichts mehr wirklich. Ich dachte, wir könnten eben schnell noch den Boss machen, weil es beim ersten Mal so gut geklappt hat, aber ne. Ne, ne. Ich würde sagen, wir machen noch eben hier Ettepetete. Spinnchen. War mir eine Ehre. Und du weg.
Lasse mich greifen. Hui! Dann würde ich behaupten, bis zum nächsten Mal. Haut rein, mögen eure Klingen scharf bleiben. Bis dann und ciao!